Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es um das neue Update von Lumina 2018. Da ist nämlich ein neuer Filter rausgekommen und der verbessert ganz dramatisch und automatisch deine Himmel, der Sky Enhancement Filter. Viel Spaß! Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das natürlich gerne tun. Stefan Schäfer 90 ist mein Benutzername und ich würde mich freuen, wenn ich dich dort auch begrüßen könnte in Zukunft. Jetzt lass uns über das neue Update von Lumina reden. Am 1. November kommt dieses Update heraus und es gibt dort einen neuen Filter und der nennt sich Sky Enhancement Filter, beziehungsweise auf Deutsch heißt der ganz normal KI Himmelsverbesserung, glaube ich. Und das ist einer von insgesamt drei Filtern inzwischen, die Lumina eingebaut hat, die künstliche Intelligenz besitzt. Das heißt, dieser Filter erkennt automatisch, wo der Himmel im Bild ist und verbessert dann auch tatsächlich nur den Himmel. Ich habe jetzt schon ein oder zwei Videos von Skylum direkt gesehen, wo sie diesen Filter präsentiert haben und da kam die Frage auf, naja, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu dem normalen Polarisationsfilter? Und das ist genau der. Der Polarisationsfilter verbessert zum Beispiel alle Blautöne im Bild und das macht dieser Sky Enhancement Filter eben nicht. Da erkennt er automatisch, wo der Himmel ist. Und das möchte ich dir jetzt einfach mal anhand einiger Beispiele hier zeigen. Und ich möchte mit dir auch so einen kleinen Test durchführen, einfach zusammen, ob und wie gut dieser Filter wirklich funktioniert. Ich habe hier mal ein Bild geöffnet, etwas untypisch für mich, ein Hochzeitsfoto, was ich mal gemacht habe. Und ich möchte dir natürlich auch nicht immer nur Landschaftsbilder hier zeigen, sondern es soll ja um verschiedene Arten der Fotografie gehen, wo man diesen Filter einsetzen kann. Und das möchte ich dir jetzt anhand eines Hochzeitsbildes als erstes Beispiel mal zeigen. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Filter hinzufügen und jetzt haben wir hier KI Himmelaufheller. So heißt der Filter tatsächlich dann in der deutschen Version. Ich klicke jetzt hier einfach einmal drauf und dann siehst du auch schon, dass wir hier den Filter jetzt hier haben auf der rechten Seite. Wie so oft bei den künstlichen Intelligenzfiltern von Skylum haben wir hier nur einen Regler und das ist der Stärkeregler. Ich mache jetzt hier den Filterkatalog nochmal zu. Und dieser Stärkeregler, wenn ich den jetzt aufdrehe, dann siehst du, was passiert. Ja, der Himmel wird sehr viel mehr gesättigt, auch ein bisschen abgedunkelt. Und was man jetzt noch erkennen kann, es passiert tatsächlich nur im Himmel. Ja, also wir haben jetzt hier zum Beispiel den Bräutigam, der einen blauen Anzug trägt. Aber wenn du jetzt mal den Anzug anguckst, wenn ich diesen Filter jetzt hier anwende, an dem passiert nichts. Das heißt, Lumina erkennt automatisch, wo der Himmel ist und verbessert dann auch tatsächlich wirklich nur den Himmel. In dem Fall jetzt hier würde ich die Stärke mal so auf ungefähr 40 stellen. Für mich reicht das vollkommen aus, denn ich möchte das nicht übertreiben. Ich stehe zwar auf gesättigte Fotos, aber wenn sie zu sehr gesättigt sind, dann sieht das Ganze schon wieder relativ unrealistisch aus. Also, wir haben jetzt hier ein schönes Beispiel, wo das schon sehr gut funktioniert. Und gerade, ich zoome jetzt hier mal ein bisschen näher ran. Und gerade, wenn man sich das jetzt hier mal so anguckt, wir haben hier so ein paar Stellen, wo das Geländer noch durchscheint, beziehungsweise wo der Himmel durch das Geländer noch durchscheint. Und wenn ich jetzt hier mal einen Vorher-Nachher-Vergleich ziehe, dann siehst du, dass auch in diesen kleinen Bereichen hier der Himmel erkannt wurde und entsprechend verbessert wurde. Also auch hier in den kleinen Lücken, da wird auch das Blau des Himmels verstärkt. Und das ist schon eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Und ja, das ist eigentlich der große Unterschied zum Polarisationsfilter in Lumina. Und wenn ich jetzt schon über drei Filter spreche, die diese künstliche Intelligenz besitzen, dann lass uns doch einfach mal alle drei Filter hier so ein bisschen auf dieses Bild anwenden. Ich habe jetzt hier als erstes den Himmelaufheller, ja, das ist jetzt hier der neue Filter. Dann gibt es den Accent AI Filter, den habe ich dir auch schon mal in früheren Videos vorgestellt. Dieser Accent AI Filter hat auch wieder nur einen Regler, der nennt sich hier Verstärken. Hier heißt es einmal Stärke, hier heißt es einmal Verstärken. Ich weiß nicht so ganz, warum diese Übersetzungen nicht einheitlich irgendwie sind. Das würde ich mir noch ein bisschen wünschen. Hier werden viele verschiedene Begriffe immer verwendet, was eigentlich dasselbe ist. Also da könnte man jetzt für beide zum Beispiel einfach mal hier Stärke oder Verstärken hinschreiben. Und wenn ich das jetzt hier regle, dann wird das gesamte Bild analysiert, sowohl von den Helligkeiten als auch von den Farbwerten und das wird automatisch hier versucht zu verbessern. Du siehst jetzt auch, dass noch eine kleine Verbesserung in dem Himmel stattfindet. Ansonsten wird jetzt hier zum Beispiel noch so ein bisschen die Helligkeit von dem Boden verändert, von dem Brautkleid wird es ein bisschen abgedunkelt, damit man hier ein paar mehr Effekte drin hat. Und ich denke mal, den Filter kann man hier auch auf ungefähr 50 stellen. Ja, ist fast schon ein bisschen doll. Wenn ich jetzt hier nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich ziehe, ja, da ist schon einiges aus dem Bild herausgeholt worden, ja, mit zwei Filtern. Und es gibt noch einen dritten Filter, den habe ich persönlich noch gar nicht so richtig vorgestellt. Der nennt sich Grünverbesserung. Und auch dieser Grünverbesserungsfilter, ja, der hat jetzt hier mal zwei Regler, einmal Stärke und einmal Farbton. Wie der Name schon sagt, geht es darum, dass man hier die Grüntöne verbessern kann in seinem Bild. Und das möchte ich dir jetzt einfach mal ganz kurz zeigen.
Wenn ich jetzt hier die Stärke hochdrehe, dann siehst du schon, wie die Grünwerte hier ja, sehr stark gesättigt werden. Also das darf man auch wieder nicht übertreiben. Das wäre natürlich fatal, wenn man das Ganze jetzt hier auf 100 stellt. Sieht viel zu unrealistisch aus. Aber auch hier kann ich das Ganze mal so mit einer Stärke von vielleicht so 50 ungefähr verwenden. Mache ich jetzt einfach mal ein bisschen doller, um dir einfach nur zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also ich kann mit der Stärke die Sättigung einstellen und dann kann ich hier unten noch den Farbton der Grünwerte verändern. Ein bisschen mehr Richtung weiter grün, beziehungsweise ja, fast schon so ein Blauton. Oder will ich das eher so ein bisschen Richtung einen Gelbton schieben? Ich bin immer ein Freund davon, die Grüntöne eher so ein bisschen Richtung Gelb zu verschieben. Ich denke, das hast du auch schon mitbekommen. Ja, deswegen würde ich jetzt hier den Farbton tatsächlich so ein bisschen weiter nach links schieben, auf ungefähr minus 50, die Stärke auf 50. Und jetzt haben wir hier auch wirklich richtig schön knackige Grüntöne drin. Wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich gar nicht so doll jetzt hier machen. Ich wollte dir jetzt einfach nur mal so ein bisschen zeigen, was man mit diesen drei Filtern schon erreichen kann hier in Luminar. Also diese drei Filter alleine sind schon fast ausreichend, um eine schnelle Bildbearbeitung hinzubekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ausreichend ist, um ein Bild wirklich komplett zu bearbeiten. Auf keinen Fall. Aber wenn man eine schnelle Bildbearbeitung haben möchte, dann kann man mit diesen drei Filtern in so kurzer Zeit schon echt eine Menge erreichen. Und das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich möchte dir jetzt aber mal noch ein paar andere Bilder hier zeigen. Ich werde das Ganze jetzt hier mal kurz schließen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen komplizierter. Ich werde jetzt mal hier zum Beispiel ein Bild öffnen, das habe ich an der Bastei gemacht. Ja, da ist es jetzt zum Beispiel so, da haben wir keinen blauen Himmel im Prinzip, den man so stark verbessern kann. Ich möchte trotzdem mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier diesen Filter anwende. Ich gehe jetzt hier also wieder auf Filter hinzufügen, KI Himmel Aufheller. Jetzt schauen wir einfach mal, was jetzt passiert, wenn ich hier die Stärke aufhelle. Du siehst auf jeden Fall, dass auch wieder nur der Himmel betroffen ist. Und wir kriegen einfach mehr Details hier rein. Ne? Also das Ganze wird jetzt hier einfach ein bisschen abgedunkelt von den Helligkeitswerten. Und so ein bisschen mehr Blauwert kriegen wir auch noch rein. Hier in dem Bild kann man das tatsächlich relativ stark machen. Also hier würde ich die Stärke tatsächlich fast auf 80 oder so stellen, damit wir hier einfach den Himmel ja so ein bisschen mehr detailreicher noch drin haben. Also es funktioniert auch hier, es funktioniert hier aber anders. Ja? Also wenn man keine Blauwerte so richtig in seinem Himmel drin hat, wenn er relativ ausgebrannt ist, dann kann man mit diesem Filter trotzdem erreichen, dass hier die Helligkeitswerte auf jeden Fall verändert werden und wir mehr Details im Himmel drin haben. Auch hier würde ich jetzt mal noch den X&AI-Filter mit dazu nehmen und einfach mal schauen, was hier passiert. Hier kann ich nämlich dann auch noch so ein bisschen die Helligkeiten angleichen, denn natürlich ist es so, dass wir hier einen sehr starken Kontrast drin haben. Dadurch, dass ich mitten am Tag fotografiert habe, ist der Vordergrund hier relativ unterbelichtet, der Himmel ist überbelichtet. Ja, und mit diesem X&AI-Filter können wir das Ganze relativ schnell gut anpassen. Ja, gefällt mir so schon ganz gut. Und auch hier könnte ich jetzt theoretisch den Grünverbesserungsregler nochmal nehmen und hier meine Grünwerte. Oh, du siehst schon, ne? Das geht natürlich gar nicht, wenn ich das hier zu doll mache. Würde auch hier den Farbton wieder so ein bisschen mehr Richtung Herbst anpassen. Aber hier muss man mit der Stärke extrem aufpassen. Also die würde ich maximal auf 20 stellen. Und ja, das ist jetzt hier das Vorher. Das ist das Nachher. Und da habe ich auch wieder innerhalb von ein paar Minuten oder vielleicht von einer Minute ja schon einen sehr, sehr guten Bearbeitungsstand rausgeholt. Wie gesagt, man muss es natürlich noch weiter bearbeiten, aber man hat hier auf jeden Fall eine gute Basis. Ein letztes Foto möchte ich noch benutzen und da nehme ich nochmal ein Hochzeitsbild, was ich gemacht habe, also hier nochmal mit Menschen. Auch hier ist es wieder so, dass der Himmel ja relativ ausgebrannt ist, da war es auch relativ bewölkt in dem Moment und ich möchte trotzdem mal probieren, was passiert, wenn ich jetzt hier wieder diesen Filter anwende. Also wieder KI Himmelaufheller. Und jetzt schauen wir einfach mal, auch hier wird wieder erkannt, wo der Himmel ist tatsächlich. Das ist echt toll. Ja, man sieht hier so ein ganz kleines bisschen in dem Brautschleier. Der wird noch so ein bisschen mitgenommen in diesem Filter. Wobei man ja dazu sagen muss, dass dieser Brautschleier ja auch ein bisschen, naja, durchsichtig ist. Also so ein klein bisschen kann der ruhig mitgenommen werden. Aber ansonsten sieht man hier, dass der Filter wieder sehr, sehr gut funktioniert und hier auch tatsächlich zwischen den Pflanzen und Bäumen hier, zwischen den einzelnen Blättern, der Himmel gut erkannt wird. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du Interesse an dem Programm Luminar hast, es gibt auf der Webseite von Skylum eine 30-tägige Testversion, die du kostenlos herunterladen kannst und das Programm kennenlernen kannst. Das Update ist wie gesagt ab dem 1. November vorhanden und für alle bisherigen Luminar-Nutzer ist das auch kostenlos. Also du musst kein extra Geld bezahlen. Falls du nach den 30 Tagen Testversion dich dazu entschließen solltest, das Programm kaufen zu wollen, das kostet einmalig 69 Euro. In meinem Fall jetzt, wenn du hier noch den Promo-Code verwendest, der auch unter dem Link steht, dann kriegst du nochmal 10 Euro Rabatt. Das heißt, für 59 Euro ist dann Luminar deins.
Ich würde mich freuen, wenn du weiter meine Videos anschaust. Du kannst den Kanal natürlich abonnieren. Und falls du noch Fragen zu dem Video hast, stell sie einfach unten in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.